Weißt du, dann bist du auch relativ bald, ja, mit 17 hast du Kommerzmusik gemacht, du warst in einer Band. Naja, das ist halt, was man als Musiker so macht. Man muss mit 17, 18 muss man halt anfangen, das Handwerk zu lernen. Und nachdem ich ziemlich spät eigentlich erst mit der Popmusik angefangen habe, da ist, vielleicht reden wir da nachher nochmal drüber, das ist ganz interessant, da ist Janis Joplin dran schuld eigentlich. Ja. Und der Rhythm and Blues und der Rhythm and Blues, der damals aufkam, gar nicht so sehr die Popmusik. Also ich war nie ein großer Beatles-Fan. Früher, jetzt gefällt mir das alles sehr viel besser, aber damals war ich in hehrster Kunst geschwebt und für mich gab es also Beethoven Violinkonzert und dann lange nichts und dann plötzlich kommt der Rhythm and Blues in mein Leben hinein und das hat mich verändert natürlich, wahnsinnig. Wo habt ihr da gespielt in dieser Kunst? Damals in München, ja, weißt du, in München im Schmuckkastel, das werdet ihr nicht mehr kennen, oder? Das ist die jetzige Drehleier. Und da war das Schmuckkastel. Und da haben die GIs gespielt, die nach Vietnam, einen Einsatz nach Vietnam gehabt haben. Ein paar Tage später manche. Und da ist zugange, das kannst du nicht mehr vorstellen. Warum? Wir waren auf der Bühne und so alle zwei Stunden hieß es, Musiker flach niederlegen. Weil dann war wieder Schießerei, Schlägerei, Messerstecherei. Dann kam die MP, hat wieder alle rausgeknüppelt und so. Die haben, denen war alles wurscht im Endeffekt. Klar, kurz vor dem Kriegseinsatz nach Vietnam. Ja. Lass das krachen. Und das war richtig gefährlich. Also da schossen auch Kugeln ab und zu durch die Gegend. Und wir hatten einen starken Mann. Unser Solo-Gitarrist war in erster Linie Mr. Germany der Junioren. War er mehr wie Solo-Gitarrist eigentlich. Mr. Germany in was? In Bodybuilding. In Bodybuilding? Bodybuilding, ja. Und der war dann der Einzige, der sich nicht hingelegt hat. Der ist dann stehen geblieben. War das ein Vorbild für dich? Ja, das hat mich ehrlich gesagt, der hat mich schon sehr fasziniert damals. Und, sag bloß nicht, dann habe ich das Trainieren angefangen. Das hat ja bis heute hergehalten. Ja, das hat mit Trainieren angefangen. Nur damals muss man sagen, das war ja, da war ja Bodybuilding verpönt. Ne? In die 70er, 68, da war Leptosom angesagt, an der Uni vor allem dann später. Also da musste man unglaublich keinen Körper haben, nur ganz viel rauchen, lange Haare und diskutieren. Und da kam ich dann mit meinem erstaunlichen, also für diese Verhältnisse erstaunlichen Körper und kam auch nicht gut an. Kamst nicht gut an? Nein, kam nicht gut an. Nein, die Frauen haben mich verpönt und es war alles nicht so dufte. Aber ich habe es trotzdem durchziehen müssen. Wir sind heimlich in Garagen zum Trainieren. Nicht wie heute, dass man stolz mit seinem Fitnesspäckchen da zum Studio geht und so. Sondern wir haben in alte Garagen nochmal da an irgendwelchen selber gebauten Handeln rumtrainiert. Sauber. War ein bisschen blöd, weil da versaut man sich auch einiges. Das war natürlich nicht professionell, das Ganze. Gell. Was waren da für Nummern auch gesagt? In der Band? Covernummern? Covernummern, alles Mögliche. Stones-Nummern, alles Mögliche haben wir da gespielt. Ja. Habt ihr also sagen, Nancy Sinatra sowas? Weil da habe ich mich nämlich informiert bei Freunden. Ja, da habe ich eine andere kurze Geschichte, weil ich bin damals auch als Straßenmusiker immer wieder, dann später habe ich es ja doch geschafft und konnte nach Italien und da habe ich einmal in Genua habe ich so die erste Freak-Kommune erlebt. Das war wirklich ganz faszinierend und die haben mich mitgenommen zu einem illegalen Fest irgendwo, zu einem illegalen Fest unter freiem Himmel. Da waren hunderte von Leuten, die haben mich angekündigt als Deutschlandstar oder sowas. Es war und da musste ich auf die Bühne und musste irgendwas singen. Und dann habe ich This Boots Are Made von Nancy Sinatra gesungen. Das stimmt. Das Einzige, was mir eingefallen ist. Außer Entchen von Tara, aber das wäre da nicht gut angekommen. Im Original ist in E, ich darf es gerne in A machen. Ja, bitte. Und da ist doch dieser wahnsinnige Anfang. Ich hoffe, ich konnte es jetzt. Pass auf, das ist eigentlich der Bass. Genau. Ja. Bist du soweit? Ich bin soweit. Okay. You keep saying you've got something for me. Something you call love. But confess, you've been messing where you should have been a messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. And one of these days, these boots are gonna walk all over you. Do, 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 do.
Publikum.